Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei LS19 auf frischem Marsch, Version 2.6. Ja, ich habe gerade den Dünger in den Sämaschinen gegeben. Und fahren wir gleich mal den Gerät wieder weg, also beiseite. Bisschen rechts rüber. Nicht hier. Ich denke mal, ich brauche Normaldünger. Ganz stark an. Weil hier ist ja Stickstoffwerte ganz schlecht gewesen. Und darum müssen wir hier nochmal entsprechend, wo hier jemand sieht, kann sagen, Stickstoff perfekt. Kalk ist okay, aber Kalk ist eh da draußen schon bereit. Sobald er mit dem mit der Aussaat fertig ist, geben wir dann entsprechend noch Kalk nach. Also ich persönlich mache jetzt immer so, dass ich immer, also vorher keinen Dünger gebe, weil bei Automatik muss er ja wissen, was nun für eine Saat reinkommt. Ne? Das heißt, wenn ich eine Sämaschine hätte, die keine Düngerfunktion hätte, dann könnte ich hinterher ganz normal, ja, Güllefass oder ja, Gärreste oder auch Gülle oder halt Mist draufgeben, wo Mist hinterher blöd ist, muss man dazu sagen. Da muss man eigentlich flühen normalerweise. Aber wir haben das überhaupt nicht. Also Gülle wird man vorher geben können. Und wir haben ein Kuppel nicht gespeichert, das war ja eh klar, aber das habe ich ja vorher gesagt. Neue Aufnahmesession. Also weitere 4 Folgen. Wir nehmen nochmal einen Helfer. Der macht's auch. Zumal das vorher, wenn der schon fertig ist. Und hier kann man sehen, dass er hier entsprechend 40 Kilogramm sind vorhanden. Da knallt man noch 140 Kilogramm drauf. Gesamt 18 Kilogramm korrekter 7,5% Stickstoff. Wenn man die Farbe erkennt, je nach Bodentyp unterschiedlich. Und die werden von hellgrün bis dunkelgrün, je nach Boden. Ne? Ich darf schon über links rumfahren. Der ist ja hier auch dreimal vorgewendet gemacht, da brauchen wir weniger Wenden. Ne? So, dass er hier weiterarbeitet, so wird eine andere Arbeit. Ich würde mal ganz kurz schauen. Und zwar bei unserem Zementwerk, wie viel er schon verarbeitet hat. An Kies. Leider noch nicht genug. Das ist ungünstig, weil er braucht noch Sand. Aber wenn der Hänger voll ist, ist ungünstig. Na gut, mal warten, bis er voll ist. Spätestens dann, wenn ich nachts schlafe, wird das entsprechend Wasser, wird es dann entsprechend, wenn Sand noch reicht, verarbeitet sein, Kies. Und dann können wir hier Sand fahren. Aber ich sehe, Wasser könnten wir auch noch fahren. Ja, gut. Ich schaue mal zum Hof. Beziehungsweise mal zur BGH. Hier ist keine. Kein Mist drin. Dann ist der Mistfahrer hier. Nicht zurücksetzen. Wir suchen. Wie man sieht hier, da wird schon mehr der Mist, ne? Aber der andere Fahrer ist ja hier. Wir haben ja 2 Kuhställe. Ich habe am Bein Förderband hingestellt. Und ich muss mal kurz dafür sorgen, dass er nach unten geht. Vielleicht hat er nicht mehr nehmen können. So, das heißt, Motor starten. Und dann B. Ich vermute mal ganz stark, dadurch hat er am Ende das nicht mehr so genommen. Aber jetzt nimmt er doch komplett weg, ja. Sobald das Michel leer ist, werden wir hier entsprechend erst beim nächsten Punkt fahren lassen. Das Vorteil ist hierbei, ich verarbeite mein Stroh. Und ich bekomme dafür bei der BGH am Ende Geld. Stroh alleine bei der BGH würde ich nichts kriegen. Aber mit zusammen mit Mist, als Mist näher schon. So. Achso, ja, Maus. Da. Lass mal gleich fahren.
Oh, Regen, Wahnsinn. Mal gleich mal messen. Entschuldigung. Aktuell haben wir nur 7%. Und das möchte ja noch ein bisschen mehr werden, ne? So, wir die hier haben. So, aktuell sind 7% und das soll ein bisschen wachsen, ne? Ansonsten, ja, schlecht. Aber 7% ist nicht viel. Da haben wir eigentlich einen sehr, sehr hohen Bedarf an Wasser. Bewässerungsanlage, die ich mal gekauft habe oder erbaut habe, funktioniert so in dem Sinne nicht. Seitdem DLC drauf ist, hier mit dem Personalfarming, da ist der Wert aus Dünger angegeben. Ungünstig. So, was machen wir jetzt? Irgendwas Gescheites, ne? Ich schalte mal durch. So, Grasmähen. Ich könnte ihn ja auch hinfahren und dann entsprechend anfahren lassen, ne? Zumindest den Anhänger hinfahren. Müsste mir alle dafür kleine Anhänger kaufen, längerfristig gesehen. Aber jetzt werden die gehen müssen, ne? Und es kosten jetzt. Muss ja auch nicht sein. So. Ja, dann gehen wir schon mal Richtung Nacht. F1. Mal weg. Machen wir Licht an. Ich hoffe ein bisschen, dass unsere Wiesen ein bisschen Wasser kriegen und das letzte Heu verschwindet. Aber so viel Regen wird es gar nicht kommen. Aber macht auch nichts, wenn nicht der Fall ist. Mit dem was kommt, ne? Mitunter haben wir auch Glück, wir wollen Heu haben, dann ist es Heu. Und anders als die Silage halt, ne? Wenn wir eine Wege haben, mache ich nur Silage von den Ballen. Und die BGH hier vorne um die Ecke, sie bekommt nur Mist oder Rübenknüppel. Also die ist gut ausgelastet, da brauche ich keine Silage machen, das ist nicht notwendig. Links oder rechts, das ist doch egal. Beide Wege führen dahin. Ja, auf 13 will ich ja den Tatak machen. Im Frühling. Und wie gesagt, auf Nummer 12 kommt jetzt Gras rauf. Dafür kommt ja das Gras von Feld 19 und Feld 36 weg. Das können wir löschen im Kurs rechts. Das ist ohne Belastung für ein Rechner. In Anführungszeichen, also Belastung. Das muss alles nebenbei berechnet werden. Oder auch grafisch dargestellt werden. Aber hier sollte an sich kein Problem sein. Ja, das sind die anderen Wiesen. Ne? Da habe ich überlegt gehabt, Mensch, legst du das zusammen? Ach egal, machen wir. Das Stück hier vorne überlege ich, also dann mit Wald. Ja, mal sehen. Im Grunde habe ich noch Felder zu kaufen, bevor ich keine Felder mehr habe. Dann kann ich immer noch zusammenlegen zum Grund. Ne? Und solange ich Felder habe, reichlich, ist das theoretisch nicht notwendig. Also, da kann man auch ohne mit auskommen. Mit, extra Bearbeitung, ne? Ja, wenn wir jetzt fleißig Zement herstellen, ne, mit den vorhandenen Rohstoffen, wir haben im Prinzip jetzt auch Dieselproduktion. Da habe ich die letzten drei Folgen fleißig gefahren, also fahren lassen, also Raps. Mal schauen, ne, was man mit den Kompost machen, ne? In sinnvoller Weise. Wir haben schon Kompost bei der Rübenfabrik und Kompost jetzt bei ja, Dieselfabrik.
Und das müsste irgendwo gut verarbeitet werden. In Anführungszeichen irgendwo, ne? Ich überlege, ob wir da nicht so ein Dings machen, hier Plantage, Obst und Gewächshäuser mit Gemüse. Ob da muss, glaube ich, kommt was reingehen. Müsste. So, jetzt nehmen wir hier nur den Anhänger. Also mit Absicht, den Traktor nehmen wir zurück. Ich meine, warum sollen die zwei Traktoren sein, ne? So. Das wäre ja Blödsinn. Zumal der andere ja den Kurs schon mal gespeichert hat, ne? Obwohl der Fendt hier eigentlich zu schade für ist normalerweise. Da muss ich mal überlegen, später mal, ob er extra ein bisschen Traktoren kaufen, ist ja auch Blödsinn. Aber wenn Sand voll ist nachher hier, dann ist hier mal gut mit dem ganzen Arbeiten, ne? So, nochmal einen Schub. Wie gesagt, morgen früh wäre das gut, aber dann möchte ich auch zu morgen früh. Jetzt soll er näher Sand fahren. Sand ist bei uns ganz unten, ne? Nicht unter S. Wir starten immer nicht, aber wir machen kurz mal anzeigen, weil ich sehen will, wo kann ich ihn hinstellen, den Hänger, ohne dass er im Weg ist, ne? Das ist ja ganz entscheidend dabei. Da sind wir nicht glücklich bei, wenn wir genau der Richtung hinstellen, wo wir es hinstellen müssen, ne? Denn hier kommt Wasser hin, muss ich auch noch einen losdüsen lassen, ne? Das werden wir auch noch machen, bevor wir uns zur Ruhe legen. Und zum Beispiel wird man hier ganz gut hinstellen. Wäre aber im Grunde ja, Unsinn. Dann müssen wir jedes Mal hoch nach hinten fahren. Ne? Das ist auch Blödsinn. Also dicht beim Sand, würde ich meinen. Also im Grunde hier im, direkt im Werk. So, da wird mir irgendwie Vorteil. Oh, ne? Genau da, wo jetzt steht, ist dann negativ. Ne? Im Prinzip hier kann er gut stehen. Der volle Anhänger mit Kies. Ja. Dann garantiert, ein, zwei Tagen ist der Kies wieder alle. Und dann hast du wieder vollen Sandanhänger. Wenn wir Anhänger kaufen, das könnte ich schon auch vorstellen. Aber nicht so einen großen dafür, das ist Blödsinn. Unten. Da können wir auch einen normalen Traktor abstellen. Anführungszeichen. Normalen Traktor. Unsere Messe Ferguson, die 270 PS oder 280 PS haben die. Dann nehmen wir einen, kaufen wir einen Anhänger später zu. Zwei Stück. Weil sobald ich hier die Ernte losgeht mit Hopfen, brauche ich Anhänger. Da müssen die ja, Anhänger. Und dann könnte man hier theoretisch den nehmen, der hat hier 31.000, schwer heute, oder den kleinen hier, ne? Wo ich ziehe eigentlich den vor, weil der hat mit Deichsel, das kann ich persönlich nicht so gut fahren und die Mengen sind gleich, das wäre so eine gute Option. An Mods habe ich hier so ein Brandner, auch nicht schlecht, oder hier diese klein, mal eine andere Marke. So, andere ist jetzt hier Container und das sind halt die Hänger, die ich jetzt habe. Oder diese kleinen hier, das ist auch interessant, ne? Das ist ja für Silage, ne? Und Stroh und Häckselgut. Hier ist noch ein Agroliner. Und die werden zu groß. Aber wie gesagt, das ist mir später der Fall. Mal gucken, ob. Ist jetzt der Traktor im Weg, ne? Da geht er gleich. Ob er abkippt. Das war mir ganz wichtig, dass er abkippt. Na gut, können wir auch sehen, ne? Mal Licht machen hier. Auf eine Ampel. Die herlaufen. Wer ist Blocking? Ach so, Mist.
Ja, und das ist super, was? Ein Punkt, zwei Meter. Habe ich irgendwo gelesen, mit 25 Meter. In dem Bereich ist das dann möglich, ne? Dann haben wir auch genug Sand. So, dann fahren wir jetzt zurück. Sand läuft, Mist läuft. Die Aussaat läuft, wo nachts dann schlafen. Also die Maschinen arbeiten ja deswegen nicht schneller, ne? Das ist ja das Ganze nicht Problem, aber es ist ungerecht. Ne? Dann ist gut, klar, wenn jetzt es Probleme gibt, dann arbeiten die weiter. Aber ansonsten ist es ja so, das ist ja auch verkehrte Richtung. Es ist ja so, in der Theorie, dann müssten die auch schneller fahren, ne? Und entsprechend die Arbeit erledigen. Weil man hier Mist und so, das muss dann entsprechend auch flott gehen können, ne? Aber macht's ja nicht, ne? Also wenn ich jetzt, ja gut, hochfahren lassen, ne, Quatsch, wollte ich gar nicht, wollte das auch machen. Ich wollte ja alleine fahren. So. Wir sind durch den Regen, dass er entsprechend mal sauber wird, ne? Der andere kann ein bisschen so fahren. Miststreuer wird nachher auch geht alles in BGH, alles Geld. So klein für jemand auch Mist, ne? Ich habe da nichts an den Preisen, nichts geändert, alles. Das ist original. Und von daher ist es perfekt. Naja, es könnte gerne ein bisschen mehr sein, ne? Aber ich möchte ja versuchen, dass es so ist, wie das jeder auch spielen würde, ne? So versucht dann ungefähr. Gut, beim Personalfarming ein bisschen größer gemacht. Aber jetzt, wo ich den Patch installiert habe, ist er wieder auf 0. Also auf Original mit 32,5 Meter oder so. Und das ist für die Aufnahme, ist das dauert zu lange bei den großen Feldern. Ne? Zu langweilig, sagen wir so. Ne? Gemein. So stelle ich mir das vor. Ein bisschen Abwechslung ist doch schon schön. So, ich habe meine letzten Aufnahme gesehen, hat ein bisschen ruckelte die Aufnahme. Warum weiß ich nicht? Es gibt keine Meldung zu sehen hier, dass es ausgelassene Frames gibt. So, gucken, ne? Kontrolle. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich komme mal gleich an am Hof. Und dann gehe ich gleich mal ins Bett und morgen früh hole ich euch wieder ab. So, tschüss, ciao. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder da seid. Tschüss, ciao und winke winke. Bis zum nächsten Mal. Ups. Tschüss.